ein guter Wochenstart für die Pendler und die SBB sieht anders aus. Praktisch alle S-Bahnen sind betroffen und darum ist man zwischen 6 und 9 nur mit viel Geduld ans Ziel gekommen. Von Winterthur auf Zürich und umgekehrt haben die meisten einen Umweg über Bülach gemacht. Getroffen hat es aber nicht nur die S-Bahnen, sondern auch die Eurocity, die Intercity und die Interregio-Züge. Damit der Verkehr nicht komplett stillgestanden ist, hat die SBB zusätzlich auch noch extra Züge eingesetzt. Das alles war für die SBB eine grosse Herausforderung, weil am Sonntag auch noch der Fahrplan gewechselt hat. Für die SBB und auch für die Pendler war es also kein Bilderbuchstart in der Woche. Ich bin statt am 7. habe ich dann am 8. angefangen zu arbeiten. Ich bin am 6. ganz normal auf den Zug, auf die S8, auf Gleis 8, Richtung Pfäffikon. Und dort hat es geheißen, die Abfahrt verzögert sich. Und dann ist sie ausgefallen. Und dann sind wir auf die S12. Und dann auch die hat sich quasi zuerst verzögert. Nachher sie fallen aus. Dann sind wir an die Anzeigetafel. In dem Moment haben sie gesagt, dass alle Züge Richtung Zürich ausfallen, weil es Kremtal einen Personenunfall gegeben hat. Ich bin noch mal auf den Bahnhof für auf die S8 nach Winterthur. Und dann hat es geheißen, es hätte eine Viertelstunde Verspätung. Und dann ja, habe ich halt gewartet und habe noch mitbekommen, dass es auf vielen anderen Bahnhöfen recht viele Leute gehabt. Aber ja, schlussendlich bin ich dann etwa 20 Minuten später in Winterthur und es war okay gewesen. Ich bin am Morgen ganz normal in Horgen auf den Zug, habe mich dort gemütlich eingerichtet zum Schlafen, wie immer, habe mir den Wecker gestellt und dann bin ich gut eingeschlafen. Und wo der geläutet hat, bin ich aber erst in der Freitag gewesen. Ich war dann kurz verwirrt, aber dann kam die Durchsage vom Lokführer, dass sich die Weiterfahrt noch etwas rauszögern wird, weil sie eine Blockierung haben zwischen der Freitag und Winterthur. Für mich war das dann gerade in Ordnung, weil ich noch etwas länger schlafen konnte und keinen Stress hatte. Ich bin dann so 10 Minuten, 4 Stunden später in Winti angekommen. Die SBB hat vor der Kamera keine Stellung nehmen, sagt aber am Telefon gegenüber Teletop, dass ab der 9 im Grossen und Ganzen Züge wieder normal verkehrt sind. Bis am Mittag haben die Züge aber teilweise noch bis zu 20 Minuten Verspätung gehabt.